Okay, die erste Tür hätten wir damit schon mal aufgekriegt. Die Tür hat sich geöffnet. Also funktioniert die hier mit reflektiertem Licht? Okay, besiegen wir aber erstmal den Heini hier. Der stört er, sag jetzt ein bisschen. Aber gut, daraufhin wissen... Okay, daraufhin wissen wir jetzt erstmal wirklich ziemlich gut. Dass der Sandkong jetzt gleich erstmal besiegt werden kann. Und vor allem, dass mich diese Schnecken jetzt erstmal hier nicht mehr nerven werden. Gut, diese Nervensäge ist dann schon mal weg. Also, was haben wir jetzt hier? Eine Tür, die offensichtlich Zorro zerstören muss. Und wir erhalten hier einen weiteren Mechanismus. Tja, wir könnten im mittleren Raum jetzt, er sagt, wirklich mal nachschauen. Könnten wir jetzt in der Tat machen. Oder wir schauen uns hier jetzt erstmal noch ein bisschen weiter um. Die Erkundung der der Staubruinen ist ja jetzt natürlich auch erstmal wichtig. Aber weiter voran geht es jetzt erstmal auch hier nicht. Kreiselschneckenleber. Na, nicht für mich. Für solchen Innereienkram bin ich ehrlich gesagt nicht zu haben zum Essen. Okay, jetzt erst einmal die richtige nächste Frage hier. Wie kommen wir gleich hier weiter hier? Die nächste Tür, die ist ja klar, müssen wir gleich öffnen, ja sogleich. Okay, gehen wir mal hier weiter. Ohne großartig hier zu scheitern. Ich glaube eigentlich nicht, dass das jetzt unbedingt die Tür war, die wir zerschneidern wollten oder öffnen wollten. Tja, hier erwartet uns erstmal eine weitere Truhe und ein bisschen Kraftsud. Und ansonsten die letzte Tür, die wir jetzt noch öffnen müssen. Die müsste jetzt auf alle Fälle...
Okay, das bringt uns jetzt, sagt, wirklich auch noch nicht mal weit. Tja, und weshalb? Die Antwort ist ja klar. Wir müssen jetzt erstmal zurück zum Hauptraum und dann erstmal die Sanduhr betätigen. Haben wir erstmal die Sanduhr betätigt, so ist dann jetzt erstmal klar, dass sich, die Aufteilung des Sands hier in der Staubruine sich jetzt erstmal verändern wird. Auf der einen Ecke wird der Sand weggehen und dann, wo wir jetzt eben waren, kommt dann, wiederum Sand zurück. Nein, ich meine, hier auf der linken Seite kommt Sand hinzu und auf der rechten Seite kommt dann Sand weg.無事に動力が供給されたみたいね。さっきのスイッチは俺様の予想通り、こいつを動かすためのものだったんだな。よし、押すぞ。すごい。部屋ごとひっくり返るなんて。 Ja gut, wir haben die Sanduhr gedreht. Und jetzt könnten wir erstmal wieder zurück nach links gehen. Gut, jetzt sind wir erstmal hier, wo wir erstmal nicht weiter konnten, weil der Weg zerstört war. Oh, verdammt, aber jetzt sind wir falsch. Ja, wir sind jetzt irgendwie falsch. Ja, wir haben jetzt gesagt, doch ein paar Spiegel mehr zu betätigen. Das ist richtig. Wir haben jetzt ein paar Spiegel mehr zu betätigen. Naja, aber diese Spiegel hatten wir ja schon betätigt, also können wir die jetzt nicht noch einmal aktivieren. Aber wir haben dort drüben jetzt immerhin hier einen Spiegel, der zuvor... Okay, zuvor war hier natürlich alles ziemlich verstaubt. Das ging ja ziemlich einfach auf. Oh, wir kommen aber nicht... Immer noch nicht in den Raum. Anscheinend müssen wir ihn nochmal drehen. Tja, nichts leichter als das, kann ich dazu bloß sagen, Sanji. Nichts leichter als das. Tja, nichts leichter als das. Drehen wir jetzt einfach nochmal kurz den Raum. Und dann sind wir dann auch wirklich gleich endlich beim ersten Emblem angekommen. Das erste Sechseck wird gleich unser sein.
Der Speicherpunkt war aber vorher nicht da gewesen. Ach, das war ein Speicherpunkt gewesen. Na, sieh mal einer an. Ich hatte ja gedacht, das wäre eine Lampe oder sowas zum Abschließen. Aber nein. Es war dann, er sagt, doch ein Speicherpunkt, den man bloß erreichen kann. Wenn man, er sagt, die Ruine dreht. Schön. Wirklich schön. Und jetzt das hier der... Warte mal. Ist das hier jetzt der richtige Raum? Eigentlich ja. Na, da hätten wir jetzt eine rote Sandora-Echse. Mit Wrestling-Robben. Scheinen jetzt anscheinend ein bisschen stärker zu sein als die vorherigen. Ach, das ist eine Vulkanechse. Eine Vulkanechse, technikbasierend. Okay, wenn er sagt jetzt Adio generell auch noch mit angreift, dann dürfte alles weitere gleich kein Problem werden. Keinerlei Probleme haben wir hier. Okay, kein Problem. Die große Vulkanechse ist gleich erledigt. Tja, wäre sie dadurch nicht ohnmächtig geworden, hätte ich ja auch nicht gewusst, was die ausnocken würde. Und jetzt noch ein letzter Angriff. Und dieses Problem wäre aus der Welt geschafft. Was war das gerade für ein Ding? Keine Ahnung, wir haben was wir wollten. Zum Podest damit. Tja, Ostwindwappen erhalten. Mehr als offensichtlich, dass... Andere Wappen wird dann sicherlich Westwind sein, das Westwind-Wappen. Wenn wir jetzt, sag, hier im Osten waren, dann dürfte das andere ja im Westen sein.
Naja, das glaube ich jetzt, Sack, mehr als wahrscheinlich. Wir waren, Sack, nach rechts gegangen. Rechts ist, Sack, sowieso beim Kompass immer Osten. Und die linke Seite ist dann immer Westen. Also gut. Okay, eins geschafft, das nächste wird aber schwieriger. Es hilft ja nichts. Wir müssen den Koloss finden und uns unsere Kräfte zurückholen. Die tun ja gerade so, als wäre das jetzt, Sack, noch so schwierig. Wir drehen einfach jetzt nochmal den Raum, speichern da mal kurz ab. Und der andere Raum ist dann jetzt gleich sowieso ja auch. Mit Sand gefüllt. Gut, jetzt sagt nicht nach links, sondern jetzt nach rechts, was er sagt jetzt wiederum links ist. Anders ausgedrückt, wir sind jetzt im umgekehrten Westen. Und haben jetzt mehr feurige Nashornkäfer. Sollte uns an der Stelle doch nicht mehr überraschen, dass wir jetzt Gegner hier haben. Aber wo genau gehen wir jetzt hier am besten längs? Ja, aktuell können wir sowieso bloß im Kreis gehen. Bis wir sowieso irgendwo einen Aufgang gefunden haben. Wie jetzt. Ja. Erst einmal kümmern wir uns mal um die Gegner von Robin. Kein Problem. Ja, diese komischen Dämonenschnecken sind ja, sagt daher auch jetzt, nicht so problematisch. Gatling? Okay, hier kommen wir jetzt erstmal nicht vorbei. Ja, mit Zorro konnten wir jetzt leider nicht vorbeikommen. Aber gut, das Gebiet von Robin wurde jetzt befreit. Jetzt kommt er sogar noch Tempesta von Adio. Und die letzten Kreise Schnecken wurden auch besiegt. Und haben zwei wohlverdiente Level-Ups gekriegt. Gut. Ausgezeichnet. Gesundheit. Die Frage stellt sich jetzt allerdings. Oh, sieh mal, ein Würfel. Ein Würfel von Nami. Tja, sehr viele Techniken konnten wir, sagt, für sie jetzt wirklich nicht verbessern. Ob das jetzt, sagt, der gleiche Nashornkäfer war, den wir besiegen mussten,
um an ein Würfelfragment ranzukommen. Tja, mal sehen. Aber andererseits haben wir jetzt sogar auf dieser Ebene, die jetzt natürlich umgekehrt ist, hatten wir jetzt natürlich hier viel mehr Gegner als zuvor. Naja, und generell um den Rest kann sich eigentlich Adio gleich auch wieder kümmern. Ausgezeichnet, die Erkundung der Ruinen. Würde daher jetzt wirklich gut vorankommen. Und irgendwo hier müssten wir jetzt eigentlich das Zentrum gehabt haben. Oder nicht? Nein, nicht wirklich. ありがとう。アディオ、お前の能力って便利だな。まあな。これぐらいは朝飯前だ。 Jetzt haben wir wirklich das Westwindwappen erhalten. Yes. Wunderbar. Also können wir jetzt quasi zurückgehen. Zurückspringen können wir jetzt anscheinend doch nicht. Wir müssen jetzt den ganzen Weg wirklich zurücklaufen. Wirklich ein bisschen nervig, aber was wir machen müssen, das müssen wir halt machen. Und wir sind, wie gesagt, wieder in die falsche Richtung gelaufen. Gut, jetzt erstmal alles wieder richtig. Abgesehen ja davon, dass wir erstmal jetzt wieder alles wieder auf, naja, Werkszustand zurücksetzen müssen. Denn der Westen muss jetzt natürlich auch erstmal im Westen sein. Jetzt brauchen wir insgesamt noch 14 Level-Ups und so sind wir dann erst wieder auf dem gleichen Ursprungslevel wie damals, wo wir das Let's Play gestartet haben. Genau, der Windkoloss wartet jetzt nämlich schon auf uns. Ob er eigentlich wirklich auf uns wartet, ist eine andere Sache. Eine andere Frage, aber auf jeden Fall, der Windkoloss wird jetzt endlich